Daniel Ab zeigt sein Setup. Guck mal her. 130 Euro für das Stück Tastatur. Krank, oder? Ha? Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen ein Apple-Fanboy. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mag das halt, da ich ein MacBook habe, dass hier einfach ich dann hier so, dass das alles so ein bisschen harmoniert und weich einfach. Wenn das arbeiten muss mit Windows. Ich habe vorher mich dahin gehockt, ein bisschen was schneiden wollen. Bin ich fast ausgerastet. Ja, aber ganz ehrlich, schon mal, du hast sogar hier so ein. Wie heißt das denn? Ein Trackpad. Schau, du hast sogar ein Trackpad. Meins ist viel kleiner da. Schau, nur so. Meins ist nur so groß. Aber was ich echt sagen muss, ist ein bisschen schmutzig und echt unaufgeräumt bei dir. Richtig babohaft, oder? Ich habe es mit meinem neuen Helm einfach auf das Cover der international renommierten Uptrend geschafft. Das erste Mal in der Geschichte der Uptrend, dass ich auf dem Cover bin. Kein Scheiß. Und da steht mein Bild hier, und da steht hier sogar coole Typen. Ja, war ein bisschen gelogen, aber wahrscheinlich ein bisschen ironisch, aber ist eine sehr, sehr schön, eine sehr schöne Ausgabe wieder geworden. Denn, schau mal. Kevin Volland, ha? Richtig Sin City-Style, ey. Was? Ja, und so weiter und so fort. Check mal die Müller-Gewinnspiel. Was? Das Müller-Gewinnspiel. Wo haben wir das denn hin? Das hattest doch du in deiner Hand, oder? Ja. Hm. Also, wenn ich dir was gebe, möchte ich es auch wieder zurück. Daniel, ich hab's gefunden, weil du nie nach was, nie alles aufräumst. War nicht so. Bei dir, oder? So, bis 31.10. und solange der Vorrat reicht, in allen Müller-Filialen könnt ihr. Puh, ist schon eine Nummer, ey. Also, ihr könnt richtig fett eigentlich abräumen, ne? Erster Preis: den Formel-E-Saisonauftakt in Hongkong mit dem Meisterteam live erleben. Zwei Personen inklusive Flug, zwei Nächte im 4-Sterne-Hotel und VIP-Tickets. Zweiter Preis für Berlin Formel-E-Rennen und dritter bis fünfter Preis eine PS4 mit Gran Turismo Sport. Also, wenn das mal keine Hausnummer ist, ne? Leute. So, und wie kann man jetzt hier gewinnen? Karte umdrehen und mitspielen. Wer wurde 2017 Formel-E-Champion? A. Lucas Di Grassi oder B. Sebastian Vettel? Das ist natürlich schon eine schwierige Frage. Eigentlich kann da jeder mitmachen. Ne? Sollen wir da unsere Jungs mitmachen lassen? Also, ihr könnt da mitmachen. Ihr schickt einfach die Antwort auf diese Frage an gewinnspiele@abt-sportsline.de. Betreff Müller Gewinnspiel PS4. Aber muss 18 sein. Das hätten wir an der Stelle fast vergessen, Leute. Es gab auch noch eine schöne Auszeichnung für uns. Nämlich hat Sportauto die Awards vergeben und wir haben den ersten Platz in der Kategorie Motortuning und mit dem RS6 Plus gewonnen. Ne, im, wie heißt das hier? Limousinenkombis über 80.000 Euro Tuningklasse. Und das ist eine Leserwahl, das heißt, ihr habt dafür gesorgt, dass wir hier so geile Preise bekommen haben. Deswegen ehrt uns das sehr stark. Sehr, sehr nice. Machen wir noch einen kleinen Auszeichnungsporn. Ne? Bis gleich. So Freunde, was wir heute euch zeigen wollen ist, vielleicht könnt ihr euch rückblickend noch daran erinnern, wir haben ja schon mal ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, hey, wir machen einen neuen Bodykit für Audi A5 und S5. Und damals war der noch nicht fertig, beziehungsweise der erste Prototyp war fertig und wir haben den angebracht am Auto, aber so halb und nur mal so ein bisschen geteased, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Ne? Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ein kleiner Rückblick. Jetzt ist dieser Bodykit komplett dran am Auto. Er steht hier. Er schaut meiner Meinung nach ultra gut aus. Ultra gut aus. Ich muss es jetzt echt mal sagen, ne? In letzter Zeit immer mehr Videos machen. Egal wo wir sind, wir werden immer erkannt und angesprochen. Das ist total crazy. Es nimmt echt Fahrt auf, Leute. Das ist ein gutes Gefühl. Ne? Das ist ein gutes Gefühl, ja? Ja. Wirklich ein gutes Gefühl. Ja, das macht uns voll stolz, weil einfach wir merken, dass einfach verdammt viele das gucken. Ne? Team all the way up. Das ist immer so nur so eine Zahl, die man im Internet sieht und man verliert da das Gefühl dafür. Aber wenn man das dann live merkt, ich stelle dir vor, 100.000 Leute wären jetzt hier. Ja, wäre der Laden auf jeden Fall, würde ich auseinanderfallen hier. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Hier ist der S5 Body Kit. Viel Spaß.
So, also ich feiere das. Ich hoffe natürlich, ihr auch. Da steckt viel mehr Arbeit drin, wie ihr wahrscheinlich denkt. Das ist echt in der heutigen Zeit mit den ganzen Auflagen, was ich was geht, ist es gar nicht mehr so mal schnell gemacht, so ein Bodykit. Und ich finde, da haben die Jungs etwas Schönes gezaubert. Aber natürlich geht es immer nicht nur um Optik, sondern wir wollen jetzt auch einfach mal fahren. Das haben wir nämlich letztes Mal nicht gemacht. So, ist das so. Endlich mal wieder so gesagt heute. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Jetzt talken wir mal ein bisschen. Das war geil, ne? Also ich muss mir jetzt mal an der Stelle ganz klar bekennen und auch ganz ehrlich zugeben, dass ich meiner ganz ersten persönlichen Einschätzung vom neuen A5 falsch lag. Ich war ja kein Fan. Mittlerweile bin ich Riesenfan. Mir taugt diese Optik übertrieben gut. Spätestens seit dem RS5 taugt es mir. Und jetzt sowieso irgendwie, ich habe mich total in dieses Auto oder in diese neue Formsprache da ein bisschen verliebt. Natürlich jetzt mit Bodykit ist noch mal ein bisschen mehr, sag ich mal, Statement. Noch ein bisschen mehr, ja. Muskeln, sage ich jetzt mal, aber das ist schon echt ein schönes Auto. Das macht echt, umso mehr man das anguckt, umso mehr macht es einem Freude. Und wir müssen auch mal jetzt mal ehrlich sagen, ne? Also der S5 jetzt hier, mit der Leistung drin, der hat 425 PS und 550 Newtonmeter. Da bist du schon fast eigentlich auf RS5-Niveau. Also das ist schon mal eine Ansage. So. Das ist schon echt ein ordentliches Teil. Also für die, die sich nicht einen RS5 holen wollen, oder vielleicht auch nicht auf den gewartet haben, finde ich schon, dass man in so einem S dann 405, dass du schon fast auf dem RS-Niveau bist, ist schon eine Ansage. Ist schon geil. Und der geht mal richtig schön hier. Und der fährt sich richtig schön und der macht richtig Laune. Das ist so ein richtiges Daniel kriegt gute Laune Auto. Also mir taugt das Auto sowieso. Ja, doch der alte A5. Ja, der alte sowieso. Der alte war ich auch. Aber das ist ja von der, sag ich mal, wie sagt man denn, von der Designsprache das erste Mal, dass man so ein bisschen sich verändert hat, deutlich verändert hat zum Vorgänger. Während ja bei vielen anderen Audi-Modellen eigentlich die Optik zwar moderner wurde, aber eigentlich nicht wirklich kaum verändert hat, bei dem hat man schon, oder sieht man schon, extreme Veränderungen zum Alten. Das finde ich, ist im ersten Moment dann immer, wenn man etwas gewohnt ist, dann ist es schwer, dass einem das Neue gleich gefällt. Also zumindest bei mir war es so. Aber jetzt bin ich daran gewohnt und jetzt finde ich es richtig geil. Schallaufzug, ja. Ja, voll. Bei Dahlem. Ich weiß gar nicht, was da geil. Kein RS5, klar, wobei, ganz ehrlich, der RS5 hat jetzt auch nicht viel mehr Klang. Aber es ist so eine angenehme Klangfarbe, finde ich so. Das klingt richtig sportlich und nicht so dicke Hose mäßig. Aber das will es auch in einem S5 Cabrio, ist keine dicke Hose, also von dem her. Da haben wir doch jetzt hier eine schöne Strecke, um mal einen kleinen Launch-Control-Start zu machen. Gucken uns noch ein paar Kühe dabei zu, die freuen sich auch. Da haben wir nämlich fast vergessen, wenn wir mal einen Soundcheck machen, aber Victor möchte jetzt auch mal selber machen. Deswegen. Ja,
deinen Eimer ganz. Ist geil. Für einen S5 ist das geil. Ja. Schön, es ist ein nices Klangbild. Finde ich auch. Ja. Wir dürfen ja Sound nicht mehr sagen. Ja. Weil wir, wir sprechen das nicht richtig aus, ja, deswegen. Klangbild. Das Klangbild. Das ist gut, ne? Ja, finde ich auch. So, also, steig mal ein, los geht's, Leute. Golf Air aus Österreich. Ja, du bist ja intelligent. Du bist ja intelligent. Da, nicht, da ganz viel, da ganz du wenig. Denkst, du machst Kuchen. Du denkst wie mittlerweile wie ein Regenteur. Ich bin ein Regenteur. Hier ist der S5 Body Kit mit... Mo.